Was meine Aufgabe, Hartus? Mittlerweile, also früher nur Busbegleiter. Dazu gehören natürlich sehr viele Aufgaben. Viele denken immer nur, das, was sie sehen, ja, ein bisschen Liste machen, Tickets verteilen. Da steckt so viel mehr hinter, als die meisten Kunden sehen. Macht immer wieder Spaß und für mich ist das ein tolles Hobby. Welche Vorbereitungen auch dahinter stecken, nicht nur zu Hause für jeden Busbegleiter, dass jeder Bus die richtigen Leute drin hat mit den Listen, dass die exakte Anzahl an Tickets mit drin sind, dass alles drei- und viermal durchgezählt werden muss. Viele denken immer, wenn sie Hardtours hören, Hardtours, wir machen nur die härtere Gangart, alles was zur Hardzahl aufwärts ist. War früher so, stimmt aber schon lange nicht mehr. Wir fahren zu Peruka Will jetzt, wir sind offizieller Partner da. Wir machen natürlich auch alles andere wie Richtung Nature One. Wir machen Mayday, wir machen World Touren. Viele haben schon entdeckt, wir haben immer wieder kreuz und quer, Techno-Partys, Icarus. Alles, was die Kunden eigentlich wünschen. Die haben mittlerweile so ein Vertrauen und wir sind so gewachsen, dass wir wirklich auch die Personenanzahlen haben. Auf diesen Festivals mit der schönsten Momente war, dass ich meinen besten Freund 2010 auf der Cubase kennengelernt habe. Bis heute unzertrennlich sind, immer mit dabei sind, total genial ist. Und letztendlich jetzt auch seit 2,5 Jahren mit der Sophie zusammen bin, die aus Frankreich ist, die ich auch auf Festivals kennengelernt habe. Hardtours ist ein großer Teil von dem Lifestyle und dem Leben mit Hardstyle. Viele, die Hardstyle nicht kennen oder Hardcore und von außerhalb das sehen oder hören, sind erstmal etwas irritiert. Und dieses familiäre, freundschaftliche, egal wo man herkommt, hat, dann weiß man eigentlich, dass man hier zu Hause ist. Mein erstes Festival war noch als Kunde zur Climax 2008, danach nochmal als Kunde zur Black, 3 Monate später Björn kennengelernt. Dann kam eins zum anderen und war ich Busbegleiter und habe jeden Bus gemacht, den ich kriegen konnte. Hardtours ist exponentiell gewachsen. Das konnten wir nur, weil wir oft oder viel Glück hatten, teilweise auch die richtigen Leute am Start zu haben. Wir haben da einfach Bock drauf auf den Job. Wir haben mittlerweile Leute im Büro im Hintergrund sitzen. Wir haben ein Außenbüro, die immer aktiv über Skype auch verbunden ist. Wir arbeiten ständig mit Feierreisen. Ole sind wir immer in Verbindung. Wir expandieren auch, weil unsere Kunden es fordern. Die wollen einfach auch ein bisschen mal rechts und links mal ein bisschen fahren, kommen dann auf Ideen, schicken uns die, sagen hier, pass auf, wir haben 30 Leute zusammen, wir wollen mal da und da hin. Die größte Tour war Onkels mit Rock Shuttle, mit glaube ich 100 Busse. Also das war ein gigantisches Projekt.
Ein Film von Movie Jules. MovieJules.de